Filmproduktion. Sie kosten oft Millionen von Dollar, brauchen nicht selten mehrere Jahre von der Idee bis zum fertigen Film und benötigen die Mitarbeit von Hunderten von Crewmitgliedern, die sich um jedes noch so kleine Detail kümmern. Trotzdem kommt es regelmäßig vor, dass sich in Filme Fehler einschleichen, die erst nach der Veröffentlichung von den Zuschauern entdeckt werden und bei denen man sich fragt, wie das den Machern nicht auffallen konnte. In diesem Video präsentieren wir euch daher 10 heftige Filmfehler, die wirklich im fertigen Film gelandet sind. Mit dabei sind bekannte Franchises wie James Bond, Harry Potter oder Batman, aber auch historische Kassenschlager wie Titanic oder Django Unchained. Es wird also spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und einer der Filmfehler in diesem Video war übrigens in Wirklichkeit gar kein Fail, sondern volle Absicht. Schreibt uns deshalb doch mal in die Kommentare, welcher Filmfehler das gewesen sein könnte. Auf der Nummer 10 beginnen wir mit einer der erfolgreichsten Superheldenreihen aller Zeiten. Und zwar der Batman-Trilogie von Christopher Nolan, durch die nicht nur Hauptdarsteller Christian Bale zum absoluten Superstar, sondern vor allem der Joker-Darsteller Heath Ledger unsterblich wurde. Und obwohl diese Reihe mit Preisen überschüttet wurde und Millionen von Fans begeistert hat, ist vor allem der dritte Teil, The Dark Knight Rises, nicht ganz fehlerfrei und in manchen Momenten sogar komplett unlogisch. So werden an einer Stelle des Films sämtliche Polizisten der Stadt Gotham für mehrere Monate in einem Kanalisationssystem gefangen gehalten, ohne dass sie Zugang zu sauberem Wasser oder frischen Klamotten hätten. Als sie nach mehreren Monaten der Gefangenschaft dann schließlich heldenhaft befreit werden, sieht es jedoch so aus, als ob nie etwas gewesen wäre und die Polizisten verlassen erstaunlich fit und mit nahezu unbeschädigter Kleidung und vor allem glatt rasierten Wangen die Kanalisation. Allerdings gab es in der Realität bereits ähnliche Fälle, die zeigen, dass diese Darstellung im Film ziemlich weit von der Wirklichkeit entfernt ist. So waren beispielsweise 2010 in Chile 32 Bergarbeiter für mehrere Wochen in einem 700 Meter tiefen Bergwerk unter ähnlichen Bedingungen gefangen. Als sie nach etwa 2 Monaten gerettet wurden, ging es ihnen jedoch bei weitem nicht so gut wie den Polizisten in Batman. Als nächstes haben wir einen waschechten Filmfail, der zu einer kuriosen Diskussion führte. Es geht dabei um den ersten Teil der Herr der Ringe-Trilogie, Die Gefährten. Zwar hat dieser Film, von dem viele dachten, er würde wegen des technischen Aufwandes nie gedreht werden, ganze 4 Oscars gewonnen und genießt bei seinen Fans einen absoluten Legendenstatus, dennoch gibt es auch hier einen ziemlich krassen Fehler. Als die beiden Hauptfiguren Frodo und Sam nämlich zu Beginn des Films durchs Auenland wandern, sieht man am Horizont einen Gegenstand, der zur Zeit der Filmhandlung noch gar nicht erfunden war. Und zwar ein Auto. Da weltweit Millionen von Menschen den Film im Kino gesehen hatten, entstand schnell eine große Diskussion über diesen Fehler. Die Debatte darum wurde am Ende sogar so groß, dass selbst der Regisseur Peter Jackson davon Wind bekam und deshalb das Auto für die anstehende DVD-Veröffentlichung wegretuschieren ließ. Ironischerweise waren die Fans davon überhaupt nicht begeistert, da viele ihren Freunden erzählt hatten, dass sie im Kino diesen Fail entdeckt hatten und es ihnen bald auf der DVD zeigen würden. Da das Auto nun allerdings weg war, dachten viele, sie hätten sich den Fehler vermeintlich nur eingebildet. Auf der Nummer 8 kommen wir zu einem kuriosen Fehler, der zeigt, dass selbst die Regisseure von absoluten Mega-Blockbustern nicht alles überblicken können. In dem James-Bond-Film Ein Quantum Trost, bei dem Daniel Craig zum zweiten Mal die Rolle von James Bond übernahm, gibt es nämlich einen Moment, bei dem sich viele Zuschauer bis heute fragen, wie er den Produzenten nicht auffallen konnte. Als 007 in einer Szene an einem Hafen auf einen Verdächtigen wartet, macht einer der zahlreichen Statisten im Hintergrund nämlich nicht wirklich seine Arbeit. Allerdings kann man der Filmcrew hierbei nicht unbedingt einen großen Vorwurf machen. Der Fokus eines Regisseurs liegt nämlich nicht auf dem Drumherum, sondern darauf, ob die Hauptrollen die Regieanweisungen richtig umsetzen und vor allem, ob die Actionszenen stimmig realisiert werden. Oft wird dabei scheinbar jedoch vergessen, auf die Statisten zu achten, weswegen es immer wieder vorkommt, dass sich selbst bei solch großen Produktionen kuriose Fehler einschleichen.
Ein etwas krasserer Fail dieser Art ist in der nächsten Szene zu sehen. Es geht dabei um eine der berühmtesten Actionfilmreihen aller Zeiten, die zwar von einigen belächelt, von vielen aber auch verehrt wird: Transformers. Im vierten Film der Reihe, Ära des Untergangs, ist die Hauptfigur Chad Yeager am Ende in einen spektakulären Kampf zwischen Megatron und Optimus Prime verwickelt. Als er sich hinter einer kleinen Mauer versteckt, sieht man allerdings noch eine weitere Person, die absolut nichts mit dem Film zu tun hat. Ohne Zusammenhang erscheint hier plötzlich ein Mann hinter der Mauer, der sowohl vorher als auch nachher nicht zu sehen ist. Vermutlich handelt es sich dabei um ein Crewmitglied, das die Explosion betreuen sollte. Diese Szene zeigt, dass selbst Starregisseuren wie Michael Bay kleinere Fails unterlaufen können. Als nächstes kommen wir zum dritterfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten, Titanic. Über den Film, durch den Leonardo DiCaprio endgültig zum Weltstar und James Cameron zu einem der reichsten Regisseure der Welt wurde, gibt es inzwischen zahllose Parodien und vor allem die Szene, bei der Jack und Rose an der Spitze des Schiffs stehen, ist weltberühmt. Allerdings unterlief den Machern neben der spektakulären Inszenierung und dem markanten Soundtrack auch ein historischer Fehler. In einer Szene spricht Rose, die aus einem sehr gehobenen Haushalt kommt und sich dementsprechend sehr gut mit Philosophie und Literatur auskennt, unter anderem über den Psychoanalytiker Sigmund Freud und sein Werk Jenseits des Lustprinzips, das 1920 zu einem der wichtigsten Werke für die weltweite Psychologie wurde. Allerdings spielt Titanic im Jahr 1912, also 8 Jahre vor der Veröffentlichung von Jenseits des Lustprinzips. Hier ist den Autoren also ein echter Fehler unterlaufen. Einen weiteren historischen Fehler gibt es in dem Film Django Unchained von Quentin Tarantino, der mit 2 Oscars ausgezeichnet wurde und 2013 einer der erfolgreichsten Filme des Kinojahres war. In diesem Fall ist der Fehler besonders kurios, da Quentin Tarantino in vielen Filmen auf historische Gegebenheiten aufbaut und dementsprechend dafür bekannt ist, sehr genau zu recherchieren. So basieren zum Beispiel die Filme Inglourious Basterds oder Once Upon a Time in Hollywood auf wahren Begebenheiten. In Django Unchained taucht in einer Szene allerdings der Ku Klux Klan auf, der bis heute für seine menschenverachtenden und rassistischen Praktiken gefürchtet wird. Der Film spielt jedoch im Jahr 1858 und der Ku Klux Klan wurde erst 1865, also 7 Jahre später, gegründet. Auf der Nummer 4 kommen wir zu dem Film, der viele Jahre lang der erfolgreichste Kinoblockbuster aller Zeiten war: Avatar: Aufbruch nach Pandora, der genau wie Titanic von James Cameron gedreht wurde. Und obwohl der Film über 2,7 Milliarden Dollar eingespielt hat und mit Produktionskosten von ca. 300 Millionen Dollar einer der teuersten Blockbuster überhaupt ist, ist den Machern am Ende ein kleines Missgeschick unterlaufen. In dem Film verliebt sich Jake Sully, der von Sam Worthington gespielt wird, in das weibliche Mitglied Neytiri, der humanoiden Spezies Na'vi, deren Mitglieder über 3 Meter groß sind und auf dem Planeten Pandora leben. Am Ende des Films hält Jake dann das Gesicht von Neytiri in seiner Hand und genau hier befindet sich der Fehler, der während den Dreharbeiten niemandem aufgefallen ist. Jakes Hand passt nämlich optimal auf Neytiris Gesicht, obwohl diese ja eigentlich über 3 Meter groß sein soll. Die Produzenten haben hier also vergessen, die Proportionen anzupassen und damit für einen unterhaltsamen Filmfehler gesorgt. Auf der Nummer 3 haben wir einen Fail, der zeigt, dass auch animierte Filme Fehler haben können. Und zwar geht es um einen der erfolgreichsten Disney-Filme aller Zeiten, den nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene lieben: Frozen bzw. die Eiskönigin. Obwohl der erste Teil erst 7 Jahre alt ist, ist die Reihe für viele jetzt schon Kult. In einer Szene wird jedoch deutlich, dass auch die aufwendig animierten Zeichentrickfilme, deren Produktion oft teurer als die von normalen Filmen ist, nicht fehlerfrei sind. Als die Eiskönigin Elsa nämlich das Titellied Let It Go singt und dabei ihr Haargummi öffnet, sieht man, wie sich die Haare durch ihren Arm bewegen. Obwohl bei animierten Filmen jede Bewegung einzeln erstellt wird und dadurch sehr selten Fehler entstehen, ist es in diesem Fall wohl keinem der Editoren aufgefallen. Als nächstes haben wir einen der offensichtlichsten Filmfehler aller Zeiten, bei dem sich viele Fans bis heute fragen, wie er den Produzenten nicht auffallen konnte. Es geht dabei um den Mittelalterfilm Braveheart mit Mel Gibson, bei dem englische und schottische Gruppen um den Thron Schottlands kämpfen.
Bei einer großen Schlacht im Film haben die Macher aber anscheinend vergessen, ein paar Gegenstände wegzuräumen. Obwohl der Film im 13. Jahrhundert spielt, steht in der unteren Bildhälfte nämlich plötzlich ein Auto rum, bei dem sich viele fragten, wie das keiner der Verantwortlichen bemerken konnte. Kommen wir nun aber zur Nummer 1 und damit dem vielleicht krassesten Fehler auf dieser Liste. Es geht dabei um eine Filmreihe, die einen Legendenstatus wie kaum eine zweite erreichen konnte und für Millionen von Fans absolut unantastbar ist: Harry Potter. Kaum eine Geschichte hat mehr ikonische Momente als die Story um Harry, Ron und Hermine. Sei es die fehlende Nase von Lord Voldemort, die roten Haare von Ron Weasley oder das komische Verhalten des Hauselfen Dobby. Bei fast keiner Filmreihe kennt man so viele Details, selbst wenn man den Film nicht gesehen haben sollte. Am bekanntesten ist aber zweifelsohne die markante Narbe auf Harrys Stirn. Und genau hier ist den Machern im dritten Teil ein krasser Fehler unterlaufen. Genauer gesagt schlich sich der Fehler in die berühmte Irrwicht-Szene ein, bei der Harry und seine Mitschüler einen neuen Zauberspruch lernen. Wie aus dem Nichts befindet sich Harrys Narbe hier nämlich auf der rechten Seite seiner Stirn und nicht wie sonst auf der linken. Außerdem gibt es noch eine weitere Szene im letzten Teil der Reihe, bei der die Macher die Narbe nicht so deutlich wie sonst gemacht haben. Dies muss jedoch kein Fehler sein, da man diese Entscheidung auch metaphorisch interpretieren kann, da die Narbe nach Voldemorts Tod immer weiter verblasst. Bei der Szene aus dem dritten Teil fragen sich allerdings bis heute zahlreiche Fans, wie den Machern dieser Fehler passieren konnte. Und das war's auch schon mit unserem Video und 10 heftigen Filmfehlern, die erst den Zuschauern, aber nicht den Machern selbst aufgefallen sind. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen Fehler ihr am krassesten fandet und welcher eigentlich gar kein Fehler war. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr coole Videos jede Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Wissenswert.